Deutschlands merkwürdiger Humor auf Kosten Nawalnys. Russische Medien veröffentlichen die Antworten deutscher Ärzte und Regierungsverantwortlicher zu Vorschlägen und Bitten Russlands um Überstellung von Analysen und zur Rechtshilfe. Insbesondere in den russischsprachigen sozialen Netzwerken rufen diese Antworten Heiterkeit und spitzfindige Kommentare hervor. Russland hatte darum gebeten, Analyseergebnisse der Untersuchungen zu erhalten, die die deutschen Ärzte nach der Ankunft des Patienten Nawalny durchgeführt hatten. Der Vertreter der Ärztevereinigung Deutschlands kommentierte, dass eine neuerliche Untersuchung von Nawalny nur mit Genehmigung der Angehörigen bzw. Verwandten des Patienten möglich sei. Ach, ach, ach. Damit ist klar, dass der Vorschlag des Leiters der Ärztekammer Russlands zur Schaffung einer internationalen Ärztekommission vom Tisch ist. Somit hat Deutschland, so wie vor einigen Jahren die Briten im Fall Skripal, das alleinige Informationsmonopol und die Deutungshoheit über das weitere Schicksal von Nawalny. Auf die Bitte der russischen Seite, die Untersuchungsergebnisse der Charité zu übergeben, antwortete Deutschland, dass es sich hier um personengebundene Angaben handele und eine Übergabe nur mit Genehmigung der Person selber möglich ist. Somit ist klar, dass Deutschland keine Analysewerte übergeben wird, da sich der Patient vermutlich noch über eine lange Zeit im Koma befindet. Da er sich außerdem in völliger Isolierung befindet, würde auch keine anderslautende Anweisung, die natürlich kaum denkbar ist, an die Öffentlichkeit dringen und Deutschland zum Handeln zwingen. Dann hat sich auch ein Vertreter des Münchner Instituts der Bundeswehr zu Wort gemeldet und ein weiteres Argument geliefert, warum Analysewerte nicht an Russland übergeben werden können. Die Analysen, die dem Institut vorliegen, lassen es zu, dass derjenige, der darüber Kenntnis hat, weitere Schlussfolgerungen tätigen kann. Sie lassen Schlussfolgerungen zur Arbeitsweise der Bundeswehr zu und würden die Sicherheitsinteressen und die Staatsinteressen der Bundesrepublik gefährden. Und auch der Leiter des Auswärtigen Amtes, Herr Maas, meldete sich wieder zu Wort und informierte, dass man natürlich alle die Analysewerte an Russland übergeben könnte, aber die ändern sich ständig. Das soll so sein, dass ein Patient, der in einer Intensivstation liegt, jede Minute neue Analysewerte liefert. Das hindert aber weder die deutschen Ärzte an der Arbeit und würde auch die russischen Ärzte nicht hindern. Zumal eine Internetschaltung sicher auch eine automatische Datenübermittlung ermöglichen würde, sodass eigentlich weder Personal noch administrativer Aufwand nötig wäre. Um aber auch dieses Argument zu entkräften, ergänzte das Auswärtige Amt gleich, dass man diese Personendaten nur mit dem Einverständnis des Patienten übermitteln kann. Logisch, dass nach solchen Informationen deutscher Regierungsverantwortlicher der Heiterkeitspegel in Russland merklich ansteigt. Weit weniger lächerlich fand der populäre russische Arzt Dr. Myasnikov die Äußerungen der Ehefrau an die Adresse des Leiters der russischen Ärztekammer.
Er wandte sich öffentlich an die Ehefrau und bezeichnete deren Auftritt als Beleidigung. Ihre Äußerungen seien hysterische Schreiereien. Für ihn sei es unverständlich, wieso die Dame zu der Meinung kommt, dass es sich bei Rochal nicht um einen Arzt, sondern um die Stimme des Staates handele. Selbst die Terroristen von Dubrovsk haben Rochals Autorität anerkannt und diesen in das von ihnen besetzte Theater gelassen, damit er von dort die Kinder evakuiert. Dr. Mjasnikow erinnert daran, dass es der staatlichen schnellen medizinischen Hilfe, dem staatlichen Krankenhaus in Omsk, zu verdanken ist, dass Alexei Nawalny noch lebt. Und eben die staatlichen russischen Stellen haben alles getan, damit der Patient aus Russland nach Deutschland ausreisen konnte. Ich möchte der Frau Nawalny sagen, selbst wenn wir berücksichtigen, dass sie sich in einer Stressausnahmesituation befindet und natürlich in einer gewissen nervlichen Anspannung lebt, ist es unangebracht zu äußern, wir brauchen sie nicht. Und dies auch noch in einem beleidigenden, unzulässigen Tonfall. So Dr. Mjasnikow. Rochal, so ergänzte Dr. Mjasnikow, wird natürlich darüber lächeln und mit den Schultern zucken. Aber er hat viele Kollegen, die sich durch diese Äußerungen persönlich beleidigt fühlen. Так вам нравится такая женщина, князь? Удивительное лицо. И мне почему-то кажется, что она ужасно страдала. Об этом глаза говорят. А лицо гордое, ужасно гордое. Вот только не знаю, добра ли она. Ach, кабы добра, все было бы хорошо. Alle Äußerungen deutscher Verantwortlicher in den letzten Stunden deuten darauf hin, dass Herr Lambsdorff mit seinen Äußerungen am 6. September im deutschen Fernsehen recht hat. Wir bewegen uns auf eine lange diplomatische Eiszeit zwischen Deutschland und Russland hin.